Der ARD-Radio-Tatort. Willst du mit mir reden, Oswald? Ah ja, komm rein. Mach Tür zu. Was gibt's? Ferdl, hör zu. Ein gewisser Hogger Harald hat sich vor kurzem wieder in Bruck niedergelassen. Nach längerer Abwesenheit, sozusagen. Ja, bin schon im Bilde. Lass raten. Radio Stadtplatz. Richtig. NSA, BND, gegen unsere Nannis sind die alle Weisen genommen. Ja. Der Hogger jedenfalls. Er hat seine Strafe bis auf den letzten Tag abgesessen. Er war von Anfang an schuldeinsichtig. Er hat sich anständig geführt. Soll mir recht sein. Aber zu was sagst du mir das? Gegen eine günstige Sozialprognose spricht nichts. Abgesehen davon, dass er ja nicht mehr der Jüngste ist. Zu was du mir das sagst, Oswald? Du weißt es doch, Ferdl. Der Banküberfall seinerzeit in Öding. Ich habe mir sagen lassen, dass es einer von deinen ersten Einsätze war. Und ich meine, das war doch alles andere als ein Spaß für dich. Hat doch ein Kollege von dir dran glauben müssen. Und du selber bist angeschossen worden. Oder? War ein Querschläger. Aber der Hogger war es, der den Schuss abgegeben hat. Hat es wenigstens geheißen. Und du bist danach ein halbes Jahr im Krankenhaus gewesen. Und fast genauso lange in der Reha. Nein. Es ist doch schon so lange her, dass fast gar nicht mehr wahr ist. Das heißt? Dass ich ihm nicht um den Hals falle, wenn er mir auf der Straße unterkommt. Der wird mir ganz übel nehmen. Aber Cheng ist Cheng, Oswald. Und der Hogger hat seine Strafe gekriegt. Aus, Amen. Oder was wolltest du von mir hören? Genau das. Dann lass dich nicht weiter aufhalten, Ferdl. Okay. Noch was anderes, Oswald, bevor ich es vergiss. Unser Diogenes. Der Luke meinst. Richtig. Er ist wieder mal von seinem Heim als abgängig gemeldet worden. Schlaft wahrscheinlich wieder unten im Arbeits- und Rauschhaus. Wahrscheinlich. Was machen wir? Auf jeden Fall kein Staatsakt. Wie üblich. Schickst bei Gelegenheit der Streife vorbei. Sei mal froh, wenn wir keine größeren Sorgen in Bruck haben. Unten am Fluss. Von Robert Hüldner. Hey, hat mir da jetzt überhaupt nichts, wo wir sehen, Frieden auf der Welt. Das ist mein Platz. Ob's mir denkt. Ja, also, haben sie da was verloren? Kann schon sein. Hä? Na, du. Ich? Ja, na, das darf ja nicht wahr sein. Na, nicht wird's wahr sein. Servus, Luck. Der Hocker, Harry. Muss schon sagen, da findet man ja eher den Livingstone in Afrika als wir die. Überall habe ich rumgefragt, keiner hat gewusst, was die vergraben hat. Bis mir das Platzl da im Arbeit wieder eingefallen ist, wo wir als Burm immer miteinander gespielt haben. Genau. Du als Tom Sawyer. Und du, der Hackelberry Finn. Mit mir. Das Mississippi. Harry, das müssen wir feiern. Gut. Wie schaut's aus am Bahnhof? Derzeit alles ruhig. Der Roland und der Magnus halten Stellung. Wir machen gerade eine Runde nach Weilheim und dann machen wir Schluss für heute. Okay, aber macht's vorher nur einen Abstecher zum Arbeit runter. Unser Diogenes ist seit ein paar Tagen nicht mehr im Wohnheim gesehen worden. Hat wahrscheinlich wieder sein Haupt gekriegt. Gibt außerdem die Information, dass er sich vorher bei unserer Nanny mit ausreichend Proviant eingedeckt hat. Flüssiger Art. Recht viel anders nimmt er nicht mehr zu sich. Richtig. Also, schaut's nachher. Ja. Es wird es euch schlechter werden, hinterher sauft uns noch ab. Wollt doch nicht riskieren, dass die Brucker Polizei arbeitslos wird, wenn wir unseren Look nicht mehr haben, oder? Hast da wieder recht. Wir fahren los. Du, birg da ab, Rudi, dann geht's schneller. Wir sind dann bloß noch auf dem Handy zum Erwischen, okay? Ende. Alles klar, Ende. Hey, wir sind in Bruck und nicht auf der Paris-Dakar. Ja, ist doch wahr. Ich geh mir schon langsam blöd vor mit dem Look. Das ist doch allweil dasselbe mit dem. Wie oft haben wir es ihm schon gesagt, dass der Auwald Naturschutzgebiet ist? Und dass der Campen verboten ist? Was möchtest du jetzt machen?
Geldstrafe? Lang am Nackerten in Taschen. Ah ja. Oketen kosten auch nicht im Heim. Ah ja, mal doch auf. Außerdem schott dir ein bisschen Spaziergeh an der frischen Luft überhaupt nichts. Komm mir nicht jede so Spurzkanone sein wie du. Also, ich glaube, wir sollten uns jetzt schicken, weil der Himmel wird schon ganz grau. Aber jetzt sag mal, Harry, du Störerhund, wieso hast denn du in den letzten Jahren nicht mehr gewöhnt, dass man dich besucht? He? Hab's ein paar Mal probiert. Ja, weil ich's nicht wollte. Weil du dich geschämt hast, weißt du nicht, willst, dass man dich so sieht, oder was? Ja, mein Leben drum, gell? So Blödsinn. Naja. Dick Schädel warst du früher auch schon. Prost, Harry. Auf die alten Zeiten. Auf den Tom Sawyer. Prost. Auf den Huckleberry Finn. Mensch, Harry. Ja? Wie lange ist es das schon alles her? Da fällt mir bloß der Einstein ein. Der wer? Der Einstein. Zeit ist relativ, gibst mit. Ehrlich gesagt, Harry, ich habe keinen Funken von einem Schimmer, bevor du dann ausmachst. Ja, da drauf halt, dass das mit der vergangenen Zeit relativ ist. Weißt du, wenn du in den Bau einrückst, Luke, dann hast du das Gefühl, als bleibe die Zeit stehen. So sogar der letzte Tag vor deiner Entlassung kommt dir noch vor wie eine Ewigkeit. Ja, ja. Bis dann aber draußen, schrumpft's einfach mal die Zeit. Seltsam ist das. Seltsam. Jetzt hör auf, mich damisch zu reden. Weißt du, ich hab viel nachgedacht in der ganzen Zeit. Ja, Prost, Harry. Prost. Menschenskind, look. Was haben wir geträumt, du und ich, wie wir noch jung waren? Harry, jetzt spürst du mal deine Oberschlaf. Du bist zu Gast im Freistaat Auwald, Capito. Legislative, Judikative und Exekutive in einem ist Presidente, Kommandante, Luke, der Erste, bei dem du übrigens gerade eine Privataudienz hast. Und du, der Künstler, der das Theater revolutioniert. Und ich, der Unternehmer, dem der Erfolg gerade so nachrennt. Und was ist geworden aus uns? Ihr Zuchthäusler, den ja jeder schief anschaut. Und du? Und eins ist bei Gefahr sofortiger Ausweisung aus dem Staatsgebiet streng verboten. Dumm daherreden und Trübsal blasen. Herrschaftszeiten, Harry. Schau, eine Garantie, dass einem keine Dummheiten mehr einfallen. Die haben ja erst immer gestorben sein. Und wenn sie einer aufblasst und behauptet, dass er nie Dummheiten gemacht hat, schau, dann hat er ja gar nicht gelebt. Aber wenn wir gar nicht erst auf den Weg gekommen waren, dann schaut man doch ganz schön dumm aus, der Mensch. Jetzt wird er alter Depp. Ich freue mich doch auch so, dass du wieder da bist. Ja. Was war's denn dann? Oh mei. Wenn wir wahrscheinlich doch bloß sentimentale Waschlappen sind wir zwei. Oh, Scheiße. Was ist denn? Hab glaub gerade einen Tropfen gespürt. Komm, zeig mal um. Was denn? Wo ich denn? In der Zeit oder was? Na, da drüben unter den Felsen, da ist eine kleine Höhle. Ja, was meinst denn du, hä? Ich als Staatsoberhaupt hätte keinen Privatbunker nicht oder was? Komm, Paco. Wieder nimm den Trager. Hat der Luxer Lager nicht mehr noch umgehabt? Das ist eine Abkürzung, das habe ich doch gesagt. Ach, scheiß Dornen, du, ich hasse die Natur, ich hasse sie! Also, du spinnst echt ein bisschen. Ja, ich kann das Wort Naturschutz nicht mehr hören. Wer schützt denn uns eigentlich vor der Natur? Also, das muss echt grätzig sein, sein Wohnheim, dass sich der Luke das udert. Hau hat er halt, das ist alles. Was eine Sauferei. Wenn er seinen Grundpegel nicht hat, sagt er, dann könnte er das Scheißleben nicht mehr ertragen.
Raucherpause. Was hat denn eigentlich so bitter gemacht? Ich meine, vor ein paar Spießer abgesehen, tut ihm doch im Brucker jeder schön. Der hat doch schon fast den Status vom städtischen Original. Ja, was genau weiß man nicht. Das heißt aber, dass er vor gute 20 Jahren in München auf dem Sprung zur großen Karriere war. Ist dann aber abgestürzt. Karriere in was? Schauspieler. In einem großen Theater. Echt? Ja. Muss dann aber einen gröberen Aussetzer gehabt haben. Irgendwas mit einer Frau Nerven zusammenbracht. Dann muss er auch noch einen Regisseur halb durchgeschlagen haben. Eifersucht oder was? Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist ihm einfach alles in den Kopf gestiegen. In Bruck waren sie mal ein stolz auf ihn, weil er es so weit gebracht hat. Aber auf einen Schlag war es vorbei. Erst geschlossene Psychiatrie, dann in Zug. Ist aber von der Flasche nicht mehr weggekommen. Und nach ein paar Jahren haben sie einen endgültigen Erwerbsunfähig geschrieben. Also so habe ich es jedenfalls vom Radiostartplatz gehört. Gibt es eigentlich irgendwas, was den Nanni nicht weiß? Nein, ich weiß es nicht. Auf geht's, Bockmas. Oh. Pass auf, das ist rutschig. Kolumann 12 an alle, Kolumann 12 an alle, kommen. Kolumann 12, 14, hören. Wir haben einen Feueralarm in Bruck, Unterstadt, im Renz-Meyer-Gassel. Absperren ab Sperrplatz sowie östlich Karossa, Ecke Anzengruber. Absperrung Sperrplatz, Karossa, Ecke Anzengruber. Richtig, macht's Dali, Ende. Kolumann 12 an 12.13, kommen. 12.13, kommen. Rudi, sind da. Fix nochmal, wo sind die? Ich glaube, wir sind wirklich verkehrt, Rudi. Ja, pass lieber auf, da geht's obi. Wir müssen doch schon langsam da sein, oder nicht? Da drum muss sein. Jetzt komm! Oh, Manno! Psst! Ich höre was. Was? Jetzt fängt's ja noch zum Ringen an. Ach. Schick die. Ja. Ah! Oh, hat er fix! Aua, 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 aua. Sind da? Was das Schlimmste ist, Luck? Was denn, dass wir nichts mehr zum Saufen haben, oder? Im Gefängnis, Luck. Das Schlimmste. Es ist nicht, dass du eingesperrt bist. Die erste Zeit meinst du, dass du verrückt wirst, aber dann gewohnst du dich fast drauf. Ob mir außerdem jetzt zum Speien ist. Es ist, dass du so schämst, Luck. Ja, die Scham. Das Schämen, das ist wie ein Gift, das dich langsam umbringt. Von innen her erfrisst. Jetzt halt endlich dein Pappen, ich kann's nicht mehr hören, deine Winzlerei. Haben's die jetzt wirklich so weit gekriegt, hä? Dass du bloß noch allein an allem schuld wärst. Was ist denn mit denen, die dich damals über den Tisch gezogen haben und dich ruiniert haben, hä? Und mit den feinen Herrschaften von der Kriminalpolizei, die bei der Verhandlung auf einmal alle einen kollektiven Gedächtnisschwung gekriegt haben, hä? Was ist denn mit denen? Und zusammenfrisst. Von innen her. Jetzt auf Zeiten, ich muss wirklich beim... Heute mal Taschenlampen. Mhm. Dahin. Spürst du was? Weiter um. Tut's noch mehr weh. Kannst du den Fuß bewegen? Ja, aber. Ja, gebrochen ist nichts, Gott sei Dank. Das ist eine Prellung. Der muss morsch gewesen sein, der Arzt, in dem ich mich aufziehen wollte. Wie war das mit der Sportskanone? Du Deppe. Was machst denn du da? Ferdl, ich bin's, der Rudi. Du, wir haben einen Notfall. Nein, Rudi, bitte, kein Sanker. Es geht schon. Wir brauchen... Was? Wir brauchen... Jetzt ist es ganz weg. Wie ist der derzeitige Stand? Kommen. Der Brand selber ist seit einer guten halben Stunde unter Kontrolle. Was ist mit Personenschäden? Kommen. Nach momentanem Stand haben wir mindestens ein Todesopfer, mehr können wir noch nicht sagen. Gibt es weitere Verletzte? Kommen. Einen Verletzten gibt's,
der Hauseigentümer wollte noch ins Haus. Schwer verletzt? Kommen. Gott sei Dank nicht. Leichtere Rauchvergiftung, meint der Doktor. Okay, Ende. Sind das bloß für Schwachköpfe, die den ganzen Tag vor ihrem Computer hocken und nichts Besseres zum Tun haben, als ihren geistigen Dünnschiss abzusondern? Die Polizeiinspektion Programm in und die Kriminalpolizei haben schon längst Erkenntnisse darüber, dass es sich bei dem gestrigen Brand eindeutig um Brandstiftung und Mord handelt und die Spur weist ins hiesige Aufnahmelager. Aber jetzt wird es bei jeder Sauerei heißen, dass die Flüchtlinge dran schuld sind. Kann ja gar nicht anders sein. Auch die Brucker Polizei beugt sich dem Schweigekartell und vertuscht. Und wie mutig es auf einmal alle sind. Alle schreiben unter Decknamen. Einige nicht. Ein paar schreiben mit Klarnamen. Da, der da. Das deutsche Volk soll ausgerottet werden und die Brucker Polizei hilft eifrig mit. Dr. Heinrich Hofstedt, pensionierter Justizrat. Und drunter der Mose. Aus absolut zuverlässiger Quelle ist längst bekannt, dass gegen mehrere Bewohner aus der Brucker Gemeinschaftsunterkunft wegen Raubmordes und Brandstiftung ermittelt wird. So, das möchte ich jetzt aber genau wissen. Ferdl, wer ist gerade frei? Sind alle gerade unterwegs, aber momentan steht nichts Dringendes an. Gut, pass auf. Der Rudi und die Senta. Ist es mit ihrem Bein was Ärgeres? Halb so wild, Prellung. Ist zart, Senta. Gut. Also die zwei sollen sich den Schmarrn da anschauen und sich die Leute vornehmen. Ich möchte wissen, wer dieses Gerücht in Umlauf gebracht hat. Denk an deinen Blutdruck, Oswald. Es ist nicht wert. Das ist unter Garantie nicht. Trotzdem macht es mir fuchtig. Kann ich verstehen. Übrigens, bevor ich es vergesse, die Frau Direktor Schimek von der Grundschule hat angerufen und mich daran erinnert, dass in der nächsten Woche wieder Verkehrsunterricht dran wäre. Ob wir mit unserem alten Puppentheater kommen könnten, fragt's. Wie früher. Ist es überhaupt noch einsatzbereit? Schon. Was, die fragen mich bloß, wer das machen soll. Weil ich sehe, reißt sich jetzt keiner drum. Beim Rudi und bei der Center, da habe ich schon mal angeleitet. Aber die sind überhaupt nicht begeistert. Ja, klar. Als die Supercops vom Bruck am Inn den Kasper spielen müssen, das ist unter ihrer Würde. Seid soweit. Ding schon, kommt's rein. Obacht, der Türsturz. Ja, eine Brandstelle ist kein Luftkurort. Folgendes. Also, technischen Defekt können wir definitiv ausschließen. Wir haben zwei Brandherde. Der erste da oben, direkt neben der Holztreppe zum Dachgeschoss. Den zweiten, den zeige ich euch nachher, der ist oben am Dachboden. Also Brandstiftung? Definitiv. Gut. In den 13 Jahren jedenfalls, in denen ich jetzt bei der Brandfahndung bin, ist mir noch nie... Wie ist das Feuer entstanden? Es ist auf jeden Fall eine größere Quantität von einem Brandbeschleuniger eingesetzt worden. Was genau, können wir noch nicht sagen. Allerdings haben wir am Brandherd noch ziemlich rätselhafte Rückstände gesichert, die erst noch analysiert werden müssen. Da, übrigens am Treppenabsatz, ist das Opfer gefunden worden. Identität ist ja schon festgestellt, oder? Eine Frau Betramer, Pensionistin im 83. Weiß man, ob sie, ich meine, in dem Alter, da geht's ja dann geistig doch oft bergab, oder? War ja nicht das erste Mal, dass aus Vergesslichkeit irgendwas Feuer fängt, eine Kerzen, ein Heizdecken. Sie war noch fit, behaupten jedenfalls Nachbarn. Sigi, als Szenario wird eben noch denkbar, dass die Frau vom Feuer überrascht worden ist, über die Treppen nach draußen wollte, dann ist durch den Rauch ohnmächtig geworden und Treppen weggefallen, oder? Ist denkbar. So. Gehen wir in den ersten Stock, da wird's nämlich erst interessant. Obacht, der Handlauf ist nicht mehr sicher. Das war einmal ein Wohnzimmer. Öha. Schaut ein bisschen unordentlich aus, was? Schränk sperrangelweit auf, Möbel umgeschmissen, die Schmuckkastel da, ebenfalls offen. Also von der Hitzeeinwirkung allein ist das nicht zu erklären. Herbert, was meinst? Die arme Frau könnte in Panik geraten sein, bis Feuerausbruch ist. Wollte vielleicht nur was retten? Ist denkbar, ja. Hat bloß den kleinen Webfehler, dass wir beim Opfer und im Bereich des Auffindeorts nichts Entsprechendes gefunden haben. Schmuck oder Papiere, was auch immer. Also, ich möchte euch ja nicht vorgreifen. Dann lass er bleiben. Ihr seid die Ermittler. Sind wir. Aber... Sigi, ich würde sagen, wir schließen als erstes einmal die Befragungen in der Nachbarschaft ab und dann schauen wir, ob der Hausbesitzer schon wieder auf dem Damm ist. Was meinst du?
Er ist der Chef? Echt, ich hab so ein Hals. Müssen wir wegen so einem Schwachsinn unsere Zeit verplempern? Bist du sicher, dass wir den Trottel nicht auch noch gefallen deren, wenn wir uns mit einer beschäftigen? Bin ich nicht. Also, ab dem Eintrag von der Tusnelda verteilen sich die Kommentare übers ganze Land. Gehen wir von da aus rückwärts, dann haben wir als Klarnamen aus Bruck eine Wilma Wohlmuth. Wen wundert's? Ist die echt? Ja, die möchte seit 20 Jahren Stadtrat. Fällt aber jetzt mal auf die Nasen. Okay. Dann einen Hans. Servo! Stell mir keine Anrufe mehr durch! Und wenn's der Herrgott persönlich ist, sonst ja eh nur zu Terroristen. Okay. Einen Hans Haflinger? Ebenfalls als Geistesriese gefürchtet. Wirkungsstätte Enzianstibberl. Also eingebildet bist du gar nicht, oder? Dann haben wir noch den Heinrich Hofstädt. Aber der erste Eindruck mit Klarnamen stammt von einem User namens Waldemar Moser. Daraus schließen wir jetzt einmal Messerschaff. Was? Genau das. Eben. Packen wir's. Warte noch, du sag einmal, hat dich der Pferdl schon gefragt? Ich mein, wegen dem Verkehrsunterricht in der Grundschule. Die Lehrer da wollen wieder, sagt er, dass das mit einem Kasperlspiel gemacht wird. Hat er. Bloß über meine Leiche, wie ich ihm gesagt. Gut, das ist echt wichtig, weil Schauspielerei, das geht echt nicht. Das ist nicht meins, weißt du. Ich hab da überhaupt kein Talent. Also wirklich null. Das darf eine totale Blamage geben, wirklich. Ja, danke schön. Geht schon wieder. Ich muss halt noch ein bisschen langsam machen. Aber nutzt ja nichts. Muss ja jetzt alles in die Wege leiten. Ihr Haus muss wahrscheinlich abgerissen werden. Ja, da ist nichts mehr zum Retten. Na, ein Drama das alles. Und dann die arme Frau. Wissen Sie zufällig, ob die Frau Bettramer mit irgendjemandem Streit gehabt hat? Null. Ich weiß bloß, dass sie alleinstehend gewesen ist. Jetzt aber, Sie waren ja der Erste am Brandort. Ja, ich bin drüben in der Flechtinger Stube beim Schafkopf verkockt wie jeden Freitag. Bis der alte Bartl, der vis-à-vis wohnt, reingestürzt kommt und schreit, dass es im Meiergassel brennt. Bin ich natürlich klein über, aber Gott sei Dank war die Feuerwehr schon da. Sie waren ab wann im Wirtshaus? Wie jetzt mal, ab 8. Vorher habe ich noch die Werkstatt zusammengeräumt. Ab 8. Ah ja, es ist echt ein Drama. Gerade jetzt, wo alles so hysterisch ist, die narrischsten Verdächtigungen kursieren. Was meinen Sie mit Verdächtigungen, Herr Zucher? Kennen Sie ja nicht durch Dinger, oder? Bei der momentanen Lage. Man wird ja selber ganz wirr langsam. Die einen behaupten, dass welche vom Flüchtlingsheim draußen dahinter stecken. Das ist bereits überprüft. Zum Tatzeitpunkt war im Pfarrheim eine Art Friedensfest. Alle Bewohner von der Unterkunft waren dort, bis auf zwei. Aber die waren nachweislich bettlägerig. Sehen Sie? Hysterie. Überall. Heute Mittag auch wieder. Da war ich in einem von meinen anderen Häusern in der Neustadt drüben. Normalerweise ein ruhiges Haus. Aber auch da rennt Leute durch. Verzeihen Sie? Ja, irgendwer macht da einen Aufstand, verteilt anonyme Flugblätter gegen einen von meinen Mietern. Okay, ein guter Leumund ist was anderes. Der Mo ist ja erst vor kurzem aus dem Gefängnis rausgekommen. Wir sind ein anständiges Haus, wer plärt. Wir haben Angst um unsere Kinder. Und natürlich gibt es seit halb früh das Gerücht, dass er und kein anderer hinter dem Brand da steckt. Ist natürlich ein Schmarrn. Haben wir ja versichern lassen, dass der Mo jetzt harmlos ist. Außerdem ist er eh nicht mehr der Mobilste. Hat's wohl mit dem Haxen. Ich hab probiert, die Leute zu beruhigen, gell? Aber... Geben wir uns trotzdem einmal Namen und Adresse. Gern. Wieso? Ist es jetzt etwa schon strafbar, wenn man seine ehrliche Meinung kundtut? Armes Deutschland, kann ich da nur sagen. Armes Deutschland. Frau Wohlmuth, wir möchten bloß... Man wird doch noch sagen dürfen, was die Wahrheit ist. Heinz Rüdiger, jetzt mach dich fertig! Das dürfen's. Weder ist es strafbar, noch wird irgendjemand deswegen verhaftet. Was aber nicht dürfen, sind falsche Behauptungen aufstellen. Und Verleumdungen erst recht nicht. Verleumdung? Das ist ja wohl die Höhe. Haben Sie auf der Facebook-Seite der Stadt gepostet, dass die Brucker Polizei Anweisung von oben hat, ihre Ermittlungsergebnisse, die Brandstiftung durch Flüchtlinge betreffend, unter den Tisch fallen zu lassen, oder nicht? Jawohl. Fakt ist leider bloß, dass es bisher keinen einzigen Beweis dafür gibt. Das müssen Sie ja sagen. Der Bevölkerung können Sie aber nichts vormachen. Und ich weiß es aus absolut zuverlässiger Quelle. Heinz Rüdiger, wir müssen zum Tennistraining. Diese Quelle,
Darf mich direkt interessieren. Kein Problem. Ich sehe keinen Grund, wieso ich daraus ein Geheimnis machen sollte. Ich habe es von Frau Dr. Hochstedt heute Morgen gehört. Und die hat mir versichert, dass sie es von Herrn Moser persönlich weiß. Wollen Sie Frau Dr. Hochstedt und Herrn Ingenieur Moser vielleicht unterstellen, sie würden Lügen verbreiten? Außer alle möglichen Gerüchte haben wir bloß einen Zeugen, der gesehen haben möchte, dass eine unbekannte Person die Gassen in Richtung Uferpromenade gegangen ist. Das Gesicht hat er nicht erkannt, trotz der zwei mittleren Glasbausteine, die er auf den Nasen gehabt hat. Aber angeblich soll er leicht kumpelt haben. Und was hört man von dem Gerücht, über das sich der Hausbesitzer so aufgeregt hat? Gegen den Dings, den Harald Hocker. Erst einmal gar nichts. Wie siehst es du? Geht mir genauso. Hab mich aber trotzdem kurz schlau gemacht. Das ist ja der Ordnung halber quasi. Also, der Hocker hat damals probiert, eine Bank auszurauben. Hat Geiseln genommen. Die Kollegen haben schließlich gestürmt, aber beim Zugriff muss er ziemliches Chaos geben. Was du nicht sagst. Ja, aha, nix. Definitiv. Kein Irrtum möglich. Gehen wir zahlen, bitte. Gehen sofort. Schicken Sie es direkt per Fax in die Brucker Inspektion. Wiederhören. So, und jetzt ein Stündel Hilling, das war gerade recht. Sigi, da wird nichts draus. Das war gerade der Neue von der Gerichtsmedizin. Sag ja nicht, dass er doch noch kompliziert wird, unser Fall. In der Lunge von der alten Frau gibt's null Spuren von Kohlenmonoxid. Moment. Und Todesursache ist Genickbruch. Aber demnach hätten wir also ein Opfer, das sich zuerst an den Hals bricht und dann an zwei Stellen Feuer legt. Das haben wir auch noch nicht gehabt. Welt der Wunder, sag ich da bloß. 18 Grad aus, geht's zusammen? Ja, da, passt schon. Sag ich Dankeschön, die Herrschaften. Schock. Ja, ich bin platt. Ich glaub's immer noch nicht. Nein, es gibt aber keine andere Erklärung. Der Moser verzapft zwar gern und voll, wenn der Tag lang ist, aber dass er uns so ins Gesicht liegt. Der hat nicht gelungen. Na, dann suchen wir sie mal auf. Unsere absolut zuverlässige Quelle. Die kann was erleben. Das garantiere ich dir. Die kann was erleben. Jo, alles klar. Merci. Ciao. Das Labor. Ja. Die Kasten in der ausbrannten Wohnung sind nicht von der Hitze aufgesprungen, sondern aufgebrochen worden. Also vor dem Brand? Eindeutig. Ja, was abgeht, das können Sie nicht genau sagen. In einem von den leeren Kastel müssen aber Broschen und Halsketten und so ein Zeugs drin gewesen sein. Womit wir einen richtig soliden Raubmord hätten. Messerscharf kombiniert, Kollege. Herr Hoger, machen Sie uns bitte auf. Wird sie nix. Polizei, aufmachen! Scheint nicht da zu sein. Was machen wir? Vorladung im Briefkasten schmeißen. Ein Durchsuchungsbeschluss bei mir lieber. Ich habe so ein Gefühl. Ja, du bist der Optimist mit dem bisschen, was wir in der Hand haben. Immerhin einen wegen Raub- und Polizistenmord einschlägig Vorbestraften. Und eine Zeugenaussage. Der mit zwei Glasbausteinen auf dem Auge jemanden gesehen haben will, der zwei Stunden vor der Tat in der Nähe des Tatorts gewesen ist. Herbert, das passt doch nicht zusammen. Wenn man überhaupt keinen Funken Fantasie hat, nachher nicht. Sigi, wir wissen, dass der Brand so gegen ein Viertel vor 10 ausgebrochen sein muss. Eben. Nix eben. Wer sagt uns denn, dass unser Mann nicht schon früher ums Haus geschlichen ist? Zum Auskundschaften. Oder dass er nicht schon eher neu ist, die alte Frau ums Eck gebracht hat und danach in aller Ruhe das Haus durchstöbert hat. Und dann hat er das Feuer gelegt. Na gut, dann probier's. Irgendwas mit Verdunklungsgefahr wird dir schon einfallen. Das Dramatische liegt dir ja eh. Puh, Depp. Aching and racked with pain, tote that bark and lift that beard, you get a little drunk and you lands in chains. I get sweary and sick of trying. I'm tired of living, but I'm scared of dying. But oh, may I live, he just keeps rolling. La, la, la.
River, he don't say nothing, but he must know something. Keeps on rolling, he keeps on rolling alone. He don't want tethers, and he plants no cotton, and they won't plant some. Are soon forgotten, but just keeps rolling. Geht doch nur. Ah, leck mir mal still. Da war sich einer aber ziemlich sicher, dass man nicht auf ihn kommt. Nicht sehr originell, das Versteck. Da. Das war unter seiner Matratzen. Damenschmuck, eindeutig. Ich möchte euch ja nicht vorgreifen, aber wenn das nicht aus der Wohnung der alten Frau stammt, dann heiß ich Meier. Aber du heißt doch Meier. Ja schon, aber mit AY. Kohlermann 70 an Einsatzzentrale, bitte kommen. Einsatzzentrale, ja. Wir hätten eine Fahndung. Notiere. Wir suchen einen Hogger Harald. Der Flüchtende ist dringend tatverdächtig im Fall Betramer, Bruck am Inn. Raub, Mord und Brandstiftung. Okay. Nachnamen bitte buchstabieren. Sag einmal, Nanni, wie kommst denn du dazu, so einen dermaßen im Blödsinn zu erzählen? Also, wie redst du denn mit mir? So wie du es brauchst. Jetzt reicht's. Erfreu endlich, um was eigentlich geht. Ja, um die Gerüchte, die du wieder mal in die Welt gesetzt hast. Über uns, über Polizei. Du nicht so unschuldig. Ich soll? Also, das ist eine Verleumdung. Rette nicht raus, Nanni. Wir haben jede Menge Beweise, dass das Gerücht von dir kommt. Wir haben es einzeln nachverfolgt, Nanni. Von deinem Kiosk ist ausgegangen, hat in der ganzen Stadt drunten gemacht und ist zu guter Letzt im Internet gelandet, wo man es jetzt überall lesen kann. Geht's jetzt endlich einmal auf, hier und so kariert daher zum Reden? Gerücht. Was für ein Gerücht so in das sei? Das weißt du ganz genau. Von wegen, dass es Flüchtlinge waren, die das Haus von der Frau Betramer angezündet haben, sie ausgeraubt und umgebracht haben und dass die Brucker Polizei das alles vertuscht. Ah, jetzt geben wir ein Licht auf. Das meint's. Wie kommst du dazu, so einen Schwachsinn zu behaupten? Aber das habe ich doch von euch selber. Von eurem Chef, vom Herrn Oettl. Was? Moment, was? Vom... Freilich. Gestern war der Herr Oettl da für seine Zeitung. Und wie auch noch der Harte dazukommt, rennt so über die schlimme Feier in der letzten Nacht und über die arme Frau Betramer. Meint der Harte zum Herrn Oettl, da stecken garantiert die Flüchtlinge dahinter, stimmt's? Drauf der Herr Oettl, sowieso. Aber nichts weiter sagen, gell? Wir haben wieder mal einen dringenden Befehl von ganz oben, dass das verschwiegen werden muss. Was? Und dann grinsen sie alle zwei ganz, wie sag ich, ganz verschwörerisch. Aber das... Nanni, die zwei haben einen Flachs gemacht. Das war ironisch gemeint. Sarkastisch. Ironisch, sarkastisch. Für solche Tanz hab ich keinen Sinn. Eine Geschäftsfrau denkt gerade aus, versteht's? Das darf nicht wahr sein. Aber sagt's einmal da hinten am Stadtbrunnen, ist das nicht der Look? Was macht denn der da? Möchte er jetzt am Stadtplatz zetteln oder was? Den Hogger haben sie festgenommen. Unten im Arbeit. Vor einer halben Stunde. Weißt du schon, gell? Schon mitgekriegt, ja. War sternhagelblau, hat keinen Widerstand geleistet. Der Luke soll ihm zwar ein Alibi gegeben haben, aber die Indizien sind eindeutig. Tja. War es also tatsächlich? Schon irgendwie verrückt, gell? Statt dass er froh ist. Dass er nach 15 Jahren endlich wieder draußen ist, baut er gleich wieder einen Scheiß. Und stellt sich dabei dermaßen blöd an, dass man fast den Eindruck hat, der hat es darauf angelegt, dass er wieder im Knast landet. So was soll es geben. Ich kann mich an einen Fall erinnern, Berufsverbrecher aus dem Donaumuss in die 80er Jahre. Ziemlich raffinierter Hund. Der ist sogar ein paar Mal ausgebrochen. Aber nach zwei, drei Wochen hat er gleich wieder was angestellt und das so ungeschickt. Als wollte er, dass man wieder schnappt. Ja, ich kenne die Geschichte.
Für manche ist wohl das Gefängnis sowas wie ihr daheim. Wer weiß. Was bist du draußen als entlassener Häftling? Nix. Im Knast aber unter die anderen Spitzbuben, da bist du wenigstens wer. Ja, aber mein Mitleid hält sich in Grenzen. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Immerhin ist jetzt klar, dass der Hogger doch nichts anderes ist als ein ordinärer Verbrecher, der damals zu Recht lebenslänglich gekriegt hat, oder? So ist. Sag, liege ich richtig, dass das war, was dich in der letzten Zeit ein bisschen, wie sage ich, gedruckt hat? Ja. Dass man damals angeblich nie rausgefunden hat, ob die Kugeln, die meinen Kollegen und mich erwischt haben, vom Hogger seiner Waffen stammt oder doch von einem von unsere Leute abgegeben worden ist. Und es nicht doch stimmt, dass er bloß einmal in Decken geschossen hat, vor lauter Erschrecken. Und das damalige Urteil deswegen viel zu hart war, meinst du? Ja. Gut, ich hab damals einen Hass gehabt auf ihn. Ich hätte ja draufgehen können. Bei der Verhandlung selber bin ich seelisch noch nicht so richtig auf dem Damm gewesen. Habe ja gar nicht gewusst, ob ich jemals wieder Dienst machen kann. Aber trotzdem, auch wenn ich es mit der Zeit verdrängt habe, ein ungutes Gefühl habe ich immer gehabt. Aber jetzt darf es ausgestanden sein, oder? Der Hogger war und ist nichts anderes als ein mieser, brutaler Verbrecher. Ist wahrscheinlich nicht mehr relevant, weil ihr einen Täter schon habt. Gratulation übrigens, seid echt auf Zack. Schleim nicht, verzeih. Das Labor hat herausgefunden, was es mit den eigenartigen Rückständen in der Nähe von den zwei Brandherden auf sich hat. Folgendes. Zum einen handelt es sich höchstwahrscheinlich um das, was von einem Plastikbehälter übrig geblieben ist, der mit Benzin gefüllt war. Zum anderen um die Reste von einer Art Partyfackel, was auf sowas wie eine gezielte Brandverzögerung deuten könnte. Der Täter kann das Feuer also schon vorher gelegt haben. Und zwar um circa 1,5 Stunden. Wollt's euch bloß nur sagen, hätte immerhin Auswirkungen auf die Festlegung vom Tatzeitpunkt, nicht wahr? Stimmt, aber an und für sich ist der Fall klar. Fast. Wieso? Weil da meines Erachtens ein kleiner Denkfehler dabei ist. Ich meine, das hätte doch die alte Frau mitkriegen müssen, wenn in ihrer Wohnung zwei Fackeln vor sich hinbrennen. Oder, Willi? Auf jeden Fall. Auch wenn es schon im Bett gelegen war. Das Zeug stinkt und qualmt schon im Freien ziemlich penetrant. Und nur dazu in einer abgeschlossenen Wohnung. Und in der Lunge haben wir nichts gefunden. Darauf wollte ich raus. Sigi, wenn die Frau aber schon vorher tot war, wird wieder der Schuh draus. Und ob der Einbruch und die Brandstiftung schon um 7:30 oder erst um 9 stattgefunden haben, wird sie rausstellen. Mit dem Raubgut, das in der Wohnung von dem Hocker sichergestellt worden ist, haben wir jedenfalls für den Haftbefehl ausreichend Indizien. Was werden das, wenn es fertig ist, Luke? Siehst du doch. Eine Demonstration. Ein Hungerstreik, um es genau zu sagen. Und zwar so lang, bis wieder Gerechtigkeit herrscht in unserem Land. Herrschaft, was bastelt er denn jetzt schon wieder nicht? Der Hocker-Harry ist verhaftet worden. Jetzt wollen sie ihn ganz fertig machen, gell? Weil es die Idylle stört, wenn so einer im Bruck lebt. Wo es bloß anständige und kreuzbrave Bürger gibt. Blech, Speimkante vor so viel Scheinheiligkeit. Jetzt geh weiter, Luke. Der Harry hat doch die alte Bettrammer nicht umgebracht. Und das Haus hat er auch nicht angezündet. Er kann es ja gar nicht gewesen sein, weil er die ganze Zeit bei mir war. Ja, haben sie das der Grippo nicht gesagt? Gesagt. Geschworen habe ich es x-mal. Und was kriege ich drauf zu hören, dass ich meinen Rausch erst einmal ausschlafen soll, haben sie gesagt. Und wenn ich das nochmal behaupten darf, dann darf ich mich strafbar machen. Sie hätten ja schließlich Beweise. Ja, muss ich mich jetzt behandeln lassen wie einen letzten Dreck, bloß weil ich nicht mit einem weißen Hemd und der Krawatte wie die ganze Brucker Spießerbagage umeinander renne. Nix da, jetzt ist Schluss. Ab heute bin ich im Hungerstreik und genau da, mitten auf dem Stadtplatz. Jetzt machen wir halb lang. Keiner behandelt sie wie einen Dreck. Kennt sie mich jetzt oder kennt sie mich nicht? Ich lüge nicht. Und der Harry hat nichts da. Es heißt, dass man in seiner Wohnung den Schmuck vor der alten Frau gefunden hat. Dass ich nicht lach. Der Harry hat da schließlich Intelligenz gehabt. Wenn er was gestohlen hätte, dann hätte er es doch nicht ausgerechnet bei sich unter die Matratzen gelegt. Na gut, das wird sich alles bei der Verhandlung rausstellen. Fürs Erste aber erst mit deinem Zirkus auf. Packst dein Zeigel zusammen und verzupfst dich, ja?
Also ihr glaubt auch, dass ich nicht mehr alle beieinander hab? Nein. Dass ich bloß ein verlogener Saufhaus bin? Nein. Na gut, muss ich die Sache jetzt selber in die Hand nehmen. Was? Was meinen Sie damit? Das werde ich euch gerade auf die Nasen binden. Was war denn los? Ah, nix. Auftritt Luck wieder mal. Rolle? Irgendwas zwischen Rächer der Verfolgten und Gandhi. Er behauptet, dass der Dings, den sie heute in der Früh festgenommen haben. Den Hogger? Dass der unschuldig sein muss, er hätte angeblich ein Alibi für ihn. Ein Alibi? Was ihm aber keiner glaubt. Und? Er hat bloß noch angedeutet, dass er eine Idee hat, wer wirklich dahinter stecken kann, gell, Rudi? Ja. Magst du einen Kaffee? Gern. Und wie schaut die aus, die Idee? Cui bono. Einen Namen hat er nicht gesagt. Cui bono. Schon wieder aus. Der Magnus bringt einen mit. Meint er, wer davon profitiert, dass sein Busenfreund wieder ins Gefängnis geht? Oder eher davon, dass die alte Frau nicht mehr lebt, erben oder sowas? Keine Ahnung. Wir haben nicht weiter nachgefragt. Ganz nüchtern war er ja auch nicht mehr. Würde mich wundern, wenn da noch voll zu Hunger gewesen wäre. Die Frau hat bloß eine minimale Rente gehabt. Ich schreibe jetzt einmal meinen Bericht. War ja fast ein Sozialfall. Drum hat sich der Herr Zocher ja auch so schwer tut, dass er es rauskriegt. Dem das Haus gehört? Ja. Der wollte doch das alte Haus schon ewig lang abreißen und neu bauen. Aber die Frau Betrammer, so freundlich gewesen ist und so zierlich gewirkt hat, die hat Haare auf die Zähne gehabt. Lieber Scholli, die hat sich gewehrt. Herr Zocher, ich wollte ja bloß mein Beileid aussprechen, gell, wegen dem Schicksalsschlag, der sie da getroffen hat. War ja so ein schönes altes Haus, also wirklich ein Juwel. Ist schon ein Jammer. Ja, aber jetzt Abmarsch, ich bin beschäftigt. Wer so eine Schlechtigkeit bloß tut, eine alte Frau ausrauben und umbringen und dann noch das Haus anzünden, also das möchte man schon gern wissen. Wenn einer schon in der Früh an der Schnapsflasche hängt, kriegt er natürlich nicht mit, dass der Täter schon längst gefasst ist. Ja, aber ob man heutzutage alles glauben darf, gell? Jetzt pass auf, Luke. Da ist die Tür. Und zwing mich nicht, dass ich handgreiflich wäre. Ist schon recht. Ich habe jetzt eigentlich bloß gemeint, dass Sie vielleicht ein kleines Geschäfterl interessieren könnte. Ein Geschäfterl? Dass ich nicht lache. Könnte nämlich sein, dass ich da zufälligerweise, wie sage ich das jetzt, also dass ich gewisse Beobachtungen gemacht habe. Und zwar solche, die den eigentlichen Täter da ziemlich ins Schwitzen bringen könnten. Wissen Sie, Beobachtungen um den Tatort und zum Tatzeitraum. Also wer wann zum Beispiel in was für ein Haus rein ist. Wissen Sie, zuerst habe ich mir natürlich gedacht, das sagst du jetzt der Polizei, gell, aber dann... Dann? Ja, wer weiß jetzt, ob er auf die Polizei Verlass ist, gell, auf die Blamage werden sie auch nicht gerade scharf sein, das zugeben müssen, den Falschen erwischt zu haben. Und am Ende kommen die womöglich noch auf ganz andere Ideen. Also ich habe mich jetzt zum Beispiel mal gefragt, wer ist es denn, der von der Sache profitiert? Wer ist es eigentlich, der jahrelang vergeblich um eine Abbruchgenehmigung für die alte Hütten eingegeben hat? Und wer hat jetzt jahrelang probiert, der alten Frau Betrammer zu kündigen, um wenigstens eine höhere Miete rausschinden zu können? Ist aber dann allerweil auf die Schnauzen gefallen, weil die sich ja so erfolgreich dagegen eingespreizt hat. Und wer... Das ist jetzt auch ein ganz springender Punkt, gell? Mein Hausbesitzer, der hat ja sowas, gell? Aber wer hätte jetzt eigentlich sonst einen Schlüssel? Hä? Also nicht bloß zur Wohnung von der Frau Betrammer, sondern auch noch ein vom Hockerharri, in der ja dann der Schmuck von der alten Frau gefunden worden ist, gell? Ich meine, das wäre doch wirklich lästig, oder? Wenn sie einer das antun. Gerade jetzt, wo sie so viel um die Ohren haben, nicht wahr? Sogar so viel, dass ich mich frage, ob ich noch richtig her. Sind's, und deswegen habe ich mir jetzt gesagt, der Herr Zocher, der müsste doch sicher als erstes ein Interesse haben, zu erfahren, wer ihm das angetan hat, und dass er sich das ein bisschen was kosten lässt, dass ich den wirklichen Täter. Gut, wenn nicht, dann nicht. Ihr müsst es natürlich dann der Polizei sowieso sagen, ist ja meine Pflicht praktisch. Ich meine...
Schauen Sie, bin ja bloß ein armer kleiner Rentner, der sich mit Mühe und Not ein bisschen durchgefretten muss. Das verstehen Sie doch, oder? Freilich, Luke. Freilich. Also, und ja, da hätte ich jetzt an so eine kleine soziale Spende gedacht, sagen wir. Tausender. Hast du gedacht? Na, sagen wir 2000. Die Inflation, gell? Die Inflation, ne? Klar. Ah, was? Einigen wir uns auf 3. 3000? Also gut. 2,5. Wie gesagt, ich möchte bloß helfen aus Menschlichkeit praktisch. Ich bin ja Humanist, ja, vom Philosophischen her, versteht's? Weißt du was, Luke? Jetzt bin ich direkt gerührt. Hätte ich mir jetzt fast deischt in dir. Ja, das tun die meisten. Also, eingeschlagen? Ist schon ein Batzen Geld. Wissen Sie was? Warum kommen Sie nicht einfach heute Nacht bei mir vorbei? So eine Routine, am besten zu meinem Lager unten im Auwald. Ich meine, muss ja nicht jeder sehen. Und um die Zeit ist jetzt keiner unterwegs. Und dann bringen Sie mir das Geld vorbei. Ja? Also, kommen wir ins Geschäft. Na, Kamerad. Wir machen was anders. Ganz anders. Du verschwindest, und zwar auf der Stelle, bevor ich da eine reinhau. Und ich telefoniere mit der Inspektion und zeug die O wegen versuchter Erpressung, Nötigung, Verleumdung und allem, was das Gesetzbuch dazu hergibt. Und jetzt raus! Wie will er das machen, der Luke? Ich hab da so eine Ahnung. Er ist früher einmal Schauspieler gewesen, hast du gesagt. Ziemlich guter. Ich hab kein gutes Gefühl bei der Geschichte. Nein, wieso? Wir fahren Steife. Wenn wir gerade in der Altstadt unterwegs sind oder in der Nähe vom Auwald, ist doch unsere Sache. Das mein ich nicht. Sondern? Wenn der Luke recht hat mit dem, was er erzählt hat, dann geht er jetzt ein verdammtes Risiko ein. Wann hat er gesagt, zum Anrufen? 9:30. Ferdl, ich bin's, der Rudi. Du, eine Frage, gibt's irgendwas? Wir sind die letzten 3-4 Stunden eine Anzeige eingegangen. Nix. Zentrale auch nicht. Sicher. Nein, nur so, wollt's bloß wissen. Servus. Alles klar. Packen wir's. Mit uns reden, Chef. Rein mit euch. Ihr habt eine annähernde Ahnung, um was es geht? Nun nicht. Nein. Na gut. Also, ihr zwei wart also gestern Abend auf eurer Streife im Bereich Auwald unterwegs? Routinemäßig. Weil doch in letzter Zeit öfter illegale Camper... Partys, Lagerfeuer und sowas. Sind da zu Anzeigen eingegangen? Oder Meldungen? Das war eher... Ja, Routine halt. Klar. Ihr seid eben gewissenhaft, gell? Ja. Und weil ihr gewissenhaft seid, habt ihr einen nächtlichen Kontrollgang durch den Auwald gemacht. Genau. Ja, dabei seid ihr zufälligerweise Zeuge davon geworden, dass sich noch eine andere Person zu dem Platz geschlichen hat, an dem... Genau. ...der Luke normalerweise sein Sommerlager hat. Ja. So war's doch, oder? Ja. Ihr seid so gut und korrigiert's mich, wenn ich verkehrt liege, gell? Nein. Das stimmt schon. Fein. Und dabei seid zufälligerweise in Hörnähe Zeuge geworden von einem Streit zwischen dem Herrn Zocher und dem Luke. Ja. Stell dir vor. Wie ihr schließlich mitgekriegt habt, dass die Geschichte eskaliert und der Zocher dem Luke an die Gurgel geht, seid ihr eingeschritten. Das war spitz auf den Kopf. Ja. Und bei dem Streit zuvor... Worum ist da gleich nochmal gegangen? Kurze Zusammenfassung. Der Luke hat dem Zocher auf den Kopf zugesagt, dass er die alte Frau Petramer umgebracht hat. Und danach das Haus angezündet hat. Und danach eine falsche Spur gelegt hat. Und dass er Beweise dafür hat.
hätte aber bloß so getan, hat er uns danach gesagt. Das war nur ein Gefühl, ein Verdacht gewesen, den er gehabt haben wollte. Ja, weil der Zocher angeblich immer so einen miesen Charakter gehabt hat. Und für seine Unbeherrschtheit berüchtigt war. Also die Leute nach Strich und Faden ausgeschmiert hat. Gut. Was ist weiter passiert? Naja, das ist halt allerweil hitziger hin und her gegangen. Wie der Luke dann laut um Hilfe geschrien hat, haben wir Zugriff gemacht. Der Zocher hat ein Messer in der Hand gehabt. Er hat aber keinen Widerstand mehr geleistet. Okay. Und das Geständnis von dem Zocher habt ihr klar und deutlich gehört? Ja. Gell, Rudi? Weiß ihr halt so gute Ohren habt, gell? Ja, klar. Es geht. Und warum gilt es nicht auch dann, wenn ich euch zum 100.000. Mal sage, dass ihr bei der Schupo seid und dass die Schupo sich gefälligst aus der Arbeit von der Kripo rauszuhalten hat? Aber Schluss! Aus! Ich will keinen Ton mehr hören! Das lass ich mir nicht länger bieten! Ein für alle Mal! Ich hab euch gewarnt, dass das Konsequenzen hat, wenn ihr euch über meine Anweisungen wegsetzt. Schwerste! Ihr werdet es noch anschauen. Und jetzt raus. Ich bin am Fuß gestiegen. Das geschieht dir gerade recht, Kasperl. Ja, Oma, das ist gar nicht recht. Au, au. Was hab ich dir gesagt, Kasperl? Wann erst darfst du über die Straßen gehen? Ja, bei Blau. Nein. Rosa Violett. Oh mein, Rosa Violett. Gell, Kinder, ihr wisst das. Ja, grün. Haben wir doch gar nicht so schlecht mit zwei, hm? Unten am Fluss von Robert Hültner mit Heinz-Josef Braun, Josef Eder, Dieter Fischer, Robert Gegenbach, Michael A. Grimm, Eisi Gulb, Brigitte Hobmeier, Florian Karlheim, Barbara de Koy, Markus Langer, Susanne Schröder, Georgia Stahl, Klaus Stiegelmeier und Esther Thehn. Ton und Technik: Josuel Teegarten, Daniela Röder. Regieassistenz: Stefanie Ramp. Dramaturgie: Katharina Agathos. Komposition: Zeitblom. Regie: Ulrich Lampen. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2016 für den ARD-Radio-Tatort.